Hi, willkommen, ich bin der Max und ich befinde mich gerade am letzten Tag meiner Reha. Ich war jetzt für 3 Wochen hier im Allgäu und möchte euch einfach so ein bisschen ein kleines Fazit geben, aber auch wie der Ablauf so war, auf was man sich einstellen muss, wenn man auf Reha geht. Ich habe euch auch auf Instagram gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen zum Thema Reha habt und ihr habt gesagt, Essen, Altersspanne, ja, wie sieht der Tagesplan aus? Das will ich im heutigen Video alles beantworten und natürlich auch mein Fazit. Ich kann natürlich nur für meine eigenen Erfahrungen in der Klinik, in der ich war, jetzt sprechen. Aber dann habt ihr einfach mal so eine kleine Einschätzung, worauf ihr euch einstellen müsst, wenn man so den Begriff Reha hört. Kurz zu mir und zu meiner Krankheitsdiagnose und Verlauf, die mich noch nicht kennen. Ich habe am 1.6.2023 die Diagnose Leukämie, also Blutkrebs, bekommen und hatte dann 5 Chemozyklen noch im Jahr 2023. Das habe ich im Dezember abgeschlossen und jetzt ist März gewesen. Und ich hatte eben auf Empfehlung von vielen eine Reha beantragt und habe das jetzt gemacht, ohne großartig zu wissen, was kommt da jetzt auf mich zu. Muss zugeben, dass ich eigentlich eine andere Einrichtung als Wunschklinik angegeben habe, weil es da eben so für Patienten bis 32 so spezielle Gruppen gab. Da bin ich jetzt nicht mit reingekommen. Dementsprechend ist der Altersdurchschnitt hier etwas höher. Aber ja, ich zeige euch einfach mal meine Erfahrungen. Wir fangen mit dem Zimmer an. Man hat ein Einzelzimmer. Das haben mich auch viele gefragt. Hey, du hast schon ein Einzelzimmer oder mit wie vielen Leuten bist du im Zimmer? Ja, man hat ein Einzelzimmer. Das ist auch eigentlich relativ geräumig. Man hat einen Schreibtisch, man hat echt Stauraum für seine Klamotten. Man hat einfach viel zu eine kleine Garderobe, einen Spiegel, sogar einen Balkon. Und auch das Bett ist zwar ein kleines Bett, aber das ist in Ordnung. Und man hat auch so eine kleine, ja, Nasszelle. Es wird auch regelmäßig gereinigt. Also das fand ich auch nicht auch echt passend und echt gut. Ja, die Einrichtung könnte ein bisschen moderner sein, aber ja, was will man erwarten? Es ist in Ordnung. Bei der Anmeldung hatte man schon so ein bisschen so einen Bogen zum Ausfüllen, auch wo seine Schwächen sind oder was man gerne trainieren möchte, also was so die Ziele sind für die Reha. Und auch bei, ja, der Einführung hat man auch schon mal ein Arztgespräch und da wird einfach so eine ärztliche Untersuchung gemacht. Bei mir wurde natürlich auch Blut abgenommen, EKG geschrieben und dann eben auch nochmal auf die Ziele eingegangen. Je nachdem, wo man eben seinen Schwerpunkt legen möchte. Bei mir war es hauptsächlich Muskelaufbauen, Ausdauertraining und auch so ein bisschen psychologische Betreuung. Das habe ich so mit der Ärztin besprochen und sie hat praktisch das angeklickt, was sie zu diesen Themen eben da haben. Und daraufhin wurde mir dann ein Therapieplan erstellt. Das waren jetzt so meine Therapiepläne für die 3 Wochen. Die wurden auch immer regelmäßig aktualisiert und man musste da immer nach dem Essen immer reinschauen in so sein Postfach, ob irgendwas aktualisiert wurde. Grundsätzlich, was gab es so für Angebote? Ich lese die jetzt einfach mal so ein bisschen vor, was es bei mir so gab. Ergometer-Training, es gibt eine Salz-Lounge, es gibt ein Fitnessstudio, Nordic Walking, Sauna. Es gibt Gruppengespräche, ein einfaches Walking, Funktionsgymnastik habe ich gemacht, Wirbelsäulengymnastik, Entspannung, psychologische Einzelberatung, verschiedene Vorträge, die auch sehr oft abends am Fernseher einfach liefen. Man musste aufs erste Programm schalten und dann liefen die Vorträge oder auch mal eine Fantasiereise. Aber das war meistens so dieses Abendprogramm, dass man da Fernsehen schauen konnte. Damit man sich mal so einen Tagesablauf vorstellen kann, gehe ich einfach mal 2 Tage durch. Ich habe es euch auch hier abfotografiert, dann könnt ihr da auch mitschauen. Vielleicht blende ich danach auch noch ein paar andere ein, damit man einfach mal so ein Gefühl kriegt. Also man geht frühstücken um 8 Uhr ungefähr, 8.10 Uhr bis 8.40 Uhr. Dann geht man rüber in dieses Bewegungszentrum, in die Bewegungshalle 2. Da ist dann so Gymnastik und Spiel. Das sind immer so unterschiedliche Übungen. Teilweise hat man dann irgendwie so Hula-Hoop-Reifen, mit denen man irgendwas macht. Oder auch mal Bälle. Es ist jetzt nicht sonderlich anstrengend. Es gibt da auch immer so 3 unterschiedliche Gruppen, habe ich mir sagen lassen. Also die einen, die eben nicht so belastbar sind, dann so eine Mittelgruppe und so eine höher belastbare Gruppe. Also je nachdem, ich muss sagen, ich war doch schon relativ fit und ja, bei solchen Spielchen unterfordert ein bisschen, auch um seine Mitstreiter so ein bisschen kennenzulernen, war das eigentlich ganz witzig und man hat sich halt doch ein bisschen bewegt. Dann ging es weiter mit Wassergymnastik, da muss ich sagen, das fand ich eigentlich sehr cool, so Aquajogging-mäßig, dass man das mal gemacht hat, um 9.45 Uhr, also gleich im Anschluss. Danach hatte man eine halbe Stunde Zeit, dann ging es zur Visite, da ist man einfach zum Arzt gegangen. Es gab übrigens auch eine Krankenschwester auf der Station, wo man auch immer hinkommen konnte, wenn irgendwas war. Da hat man auch regelmäßig eine Blutabnahme gehabt oder so, ich zum Beispiel einmal die Woche. Dann war Visite, da hat man einfach so ein bisschen gesprochen, wie lief die Zeit so, kann man mir noch irgendwas Gutes tun? Ich habe zum Beispiel gesagt, ja, ich bin ein bisschen unterfordert, ich hätte gerne ein bisschen mehr, so Muskeltraining und so. Hat nicht ganz so funktioniert, weil ich einfach schon das meiste hatte, was man bekommen konnte. Das war bei mir 2-mal in der Woche, Mittwoch und Freitag, dieses Fitnessstudio. Und man konnte dann halt auch Mittwoch und Freitag und Samstag nochmal freiwillig am Nachmittag Fitnessstudio haben, beziehungsweise Samstag am Vormittag. Für mich war das ein bisschen unkoordiniert, weil ich hätte lieber halt Dienstag und Donnerstag festgehabt und mir freiwillig Mittwoch und Freitag und Samstag nochmal dazu gebucht. Aber ja, das ist so von der Koordination wohl nicht ganz so einfach, weil dieses Bewegungszentrum für mehrere Kliniken ist.
Von 12.10 Uhr bis 12.40 Uhr gab es dann Mittag und am Nachmittag gab es dann noch eine XXL-Wanderung, die ging über 2 Stunden und es waren dann auch nur die fitten Leute, die dann halt da auch die 2 Stunden durchhalten. Da ist man ein bisschen wandern gegangen und dann gab es Abendessen. Nach dem Abendessen konnte man, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch ab und zu den Fernseher einschalten. Dann gab es dann zum Beispiel Einleitungen in die progressive Muskelentspannung und danach noch eine Übung und ein Training. Am nächsten Tag, am Mittwoch, ging es dann eben weiter mit wieder Frühstück. Dann hatte ich nochmal Fitnessstudio eben eingeplant und das Ergometer-Training. Das war immer nacheinander. Bei diesem MTT, das heißt praktisch, das war das Fitnessstudio, da wurde man dann eingewiesen in 3, 4 verschiedene Fitnessgeräte. Man hat das dann auch hier so schön in so ein Heftchen aufgeschrieben bekommen, wie viel Kilo man hat, wo die Einstellungen sind, dass man das dann auch immer selbstständig machen kann. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und danach konnte man einfach selbstständig an die Geräte hin, die man möchte und konnte aber da auch immer wieder fragen, hey, ich würde gerne noch mehr irgendwie Bizeps aufbauen oder Oberkörper oder Beine und die waren dann eigentlich meistens da. Die meisten waren da auch sehr, sehr nett, gab so eine Ausnahme, aber ansonsten waren die sehr, sehr nett und hilfsbereit. Für mich persönlich immer diese halbe Stunde war sehr, sehr knapp bemessen und ja, je nachdem wer da war, konnte man auch mal ein bisschen überziehen. Man musste auch immer gucken, wie viele Leute sind denn da. Auch das Ergometer-Training, das war sehr, sehr cool eigentlich. Da hat man auch so gelernt, wie man seinen Puls misst und was so der Trainingspuls ist. Also das fand ich sehr, sehr interessant. Also da hatte ich echt auch was gelernt und man kommt dann auch an seine Grenzen, weil man da halt auch einstellen kann, wie stark der Widerstand sein soll. Und das muss ich sagen, das hat die richtig gut gemacht. Nach dem Mittagessen ging es dann nochmal ins Aqua-Jogging und ich hatte mir dann um 16 Uhr nochmal extra eine Sauna reingebucht. Das ist halt auch nochmal so ein freies Angebot, das man nutzen konnte, wenn man das durfte. Auch das musste vorher der Arzt bestätigen, dass du nochmal schwimmen darfst, dass du Fitnessstudio machen darfst und dass du zum Beispiel auch Qigong machen darfst und dass du in Sauna darfst. Genau, und dann gab es Abendessen und am Abend konnte man wieder den Fernseher einschalten. Da gab es dann zum Beispiel einen Vortrag zum Thema Stressbewältigung. Also ihr seht schon, der Tag ist schon ganz schön durchgeplant. Ich muss sagen, manchmal hatte ich nur so 2, 3 Anwendungen am Tag, manchmal hatte ich eher so 4, 5 Sachen am Tag. Meistens ist so eine Stunde dazwischen, hat man aber auch manchmal Tage oder wie zum Beispiel jetzt. Heute hatte ich den Vormittag relativ voll, dafür den Nachmittag eigentlich jetzt nichts mehr. Ich habe um 17 Uhr jetzt nochmal Entspannung. Da macht man so Entspannungsübungen, wo man eigentlich auf dem Boden liegt und hört zum Beispiel eine Fantasiereise oder macht progressive Muskelentspannung. Insgesamt wurde also doch so ein bisschen auf diese Ziele eingegangen, so Muskelaufbau. Das mit dem Schwimmen fand ich ziemlich gut. Und auch diese psychologische Beratung fand ich irgendwie auch interessant, einfach das mal mit jemandem zu sprechen, weil sonst ist es ja in der freien Wildbahn, sage ich jetzt mal, schon relativ schwierig, da an einen Psychologen zu kommen. Und da hatte ich jetzt 3 Sitzungen insgesamt und ja, hat mir doch ein bisschen geholfen, vielleicht das ein oder andere aufzuarbeiten mit dem Koma, mit den Halluzinationen und so. Ich habe auf jeden Fall auch selber meine Gewichte hier mitgenommen und konnte dann halt auch diese Zeiten ein bisschen nutzen. Am Anfang noch nicht, aber das haben mir dann Freunde mitgebracht, meine Gewichte, dass ich halt auch an den Tagen, wo ich eigentlich was machen wollen würde, weil ich komme ja hier hin, um meinen Körper wieder aufzubauen, um wieder fit zu werden. Ich bin dann doch relativ motiviert gewesen, tatsächlich was zu machen. Was aber halt ganz cool ist, da ich hier in Isny bin, im Allgäu, ist die Natur natürlich außenrum echt richtig schön, also cool gelegen. Man konnte super schöne Wanderungen machen, auch auf eigene Faust. Also auch das haben mich viele gefragt, ja, ist es eigentlich wie ein Gefängnis oder darfst du da schon auch raus? Man kann sich komplett frei bewegen. Es gibt auch einen wunderschönen Park hier gleich um die Ecke. Das sind hier, glaube ich, 4 oder 5 Kliniken in diesem Eck, wo man auch echt richtig viel laufen kann. Und wenn man so ein paar Schritte rausgeht, ist man eigentlich gleich im Grünen in so einem Wald. Und bei schönem Wetter sieht man auch die Berge, hat so ein paar Aussichtspunkte. Und das ist eigentlich wirklich schön. Also die Umgebung ist echt toll. Man hatte auch so eine freie Busfahrkarte bekommen, wo man auch nach Isny reinfahren kann, konnte da ein bisschen rumlaufen. Und an einem Tag habe ich es echt ein bisschen übertrieben. Da bin ich sogar nach Kempten gegangen. Und ja, irgendwie so 30.000 Schritte an einem Tag gehabt, am nächsten 20.000 Schritte und seitdem tun mal meine Füße weh, weil ich dann doch ein bisschen zu überbelastet habe. Also jetzt eher in der Freizeit. Aber das Schöne ist, also die gute Nachricht, man kann raus, man kann sich frei bewegen. Man sollte zu diesen Essenszeiten immer da sein. Am Wochenende konnte man sich zum Essen auch abmelden. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, wenn man jetzt irgendwie Freunde oder so zu Besuch hat oder Familie zu Besuch kommt, kann man mit denen auch auswärts essen gehen. Man sollte sich aber abmelden, weil es auch für die immer diese Kontrollpunkte sind. So, wenn jemand nicht zum Essen erscheint, geht es dem gut, dann schauen die da halt nach. Ich habe auch einmal das Frühstück verpasst und dann kam gleich ein Anruf am Telefon, ob es mir gut geht. Aber eigentlich auch ja ganz cool, aber man wird schon kontrolliert. Und auch zum Beispiel, ich war ja über die Feiertage da, also über Ostern. An den Feiertagen gab es komplett Zero-Programm, also wirklich gar nichts. Das fand ich auch ein bisschen ja, schade, weil man sitzt halt dann die Zeit ab. Ostermontag, der Karfreitag, dann war nur am Samstag das, was man eben freiwillig gemacht hat. Eben freiwillig war ich im Gym und freiwillig war ich im Schwimmbad. Ja, das finde ich ein bisschen ungünstig und man darf in dem Zeitraum auch nicht heimfahren. Also man darf auch
offiziell halt einfach nicht die Nacht auswärts verbringen. Also man sollte spätestens um 11 Uhr wieder in der Reha-Einrichtung sein, weil dann wird auch geschlossen praktisch. Der Altersdurchschnitt, der war so eher 60 plus, 60, 70, gab ein paar Jüngere, aber ich glaube, alle, die unter 40 waren, unter 30, waren vielleicht so an einer Hand abzuzählen. Wir waren vielleicht zu fünf, wenn überhaupt. Ist ja gut, dass es irgendwie nicht so viele Betroffene gibt. Aber es gibt halt auch Kliniken, wo eher junge Leute hingehen könnten. Und ich glaube für mich, ich hätte es, glaube ich, schon sinnvoller gefunden, wenn ich in einer Klinik gewesen wäre, wo eher Jüngere sind, wo eine jüngere Gruppe ist, die halt auch dementsprechend ein bisschen fitter ist. Dann wären halt auch, glaube ich, die Anwendungen so ein bisschen anspruchsvoller gewesen für mich. Also ich habe schon dann Muskelkater gehabt, weil ich halt auch an den Geräten schon auch ja, gut was gemacht habe, ein bisschen übers Ziel hinaus, beziehungsweise über die Vorgaben hinaus geschossen bin, weil ich gesagt habe, nee, ich will ja auch was erreichen und mir bringt es jetzt nichts, 10 Kilo zu machen und ich spüre am nächsten Tag davon nichts, weil ich will ja irgendwie weiterkommen und meine Muskeln aufbauen. Da muss man halt einfach dann gucken, dass man dranbleibt und selber ein bisschen was macht. Dann kommen wir zum Thema Essen. Es gab irgendwie bei uns zwei Gruppen wegen Covid. Die eine, ich war meistens in der späteren Gruppe, aber es hat von 7.30 Uhr ab praktisch Frühstück gegeben. Und dann irgendwie von 11.30 Uhr dann Mittagessen und ab 17.30 Uhr Abendessen und dann halt ungefähr eine Stunde sowas. Und ja, wie war's? Also Frühstück fand ich eigentlich mit am besten. Es gab eine Auswahl von so Magerquark, Joghurt, total viele verschiedene Sachen fürs Müsli, also Haferflocken, Sonnenblumenkerne, Sesamkerne, Cornflakes und so ein paar andere Sachen. Und man wurde so eingeteilt, die einen können Vollkost essen, die anderen sind so Diabetiker und die anderen sind so abgespeckte Kost, je nachdem, ob man eben eher abnehmen muss oder ja. Es gab auch Semmel, Körnersemmel, Frischkäse, es gab Gurken, Tomaten, ja, so Wurstaufschnitt, Käseaufschnitt gab es auch. Auch so ein bisschen Frischkäse, konnte man sich so ein belegtes Brötchen machen oder und Müsli. Und zum Trinken gab es Kaffee. Es gab sogar eine Sojamilch, das fand ich sehr cool. Ich kann euch mal mein Frühstück zeigen. Ich habe es ein bisschen aufgepimpt eben mit Banane und Heidelbeeren. Es sah dann ganz gut aus. Man muss sich da auch ein bisschen reinfinden. Ich habe mir auch mal einen Hummus gekauft und den, weil es ja nachts noch relativ kalt war, auf dem Balkon gelagert. Untertags, es gibt leider keine Kühlschränke im Zimmer, das fand ich ein bisschen schade. Mittagessen, muss ich sagen, war besser als im Krankenhaus. Es war okay, man konnte sich immer auswählen. Es gab immer eine vegetarische Option und ein oder zwei sogar. Manchmal andere Gerichte. An einem Tag in der Woche gibt es, glaube ich, nur vegetarische Sachen. Insgesamt würde ich zu dem Essen vom Geschmack her ja, vielleicht so 7 Punkte geben. Es war jetzt nicht, es waren schon ein paar Sachen dabei, die waren jetzt nicht so toll, aber es waren auch ein paar Sachen dabei, die waren okay. Das Einzige, was ich halt auch wieder anmerken muss, ich bin halt auch 30 und ich habe halt auch einen gewissen Hunger, den vielleicht ein Senior vielleicht nicht hat und es ist schon eher auf Seniorenteller ausgelegt. Also mir hat es meistens nicht gereicht. Ich habe aber auch manchmal eine zweite Portion oder ein bisschen Nachschlag bekommen. Also ich habe einfach gefragt, wenn es gut war. Es gab auch mal so ein richtig gutes Thai Curry. Ich glaube, da war das erste Mal, wo ich gesagt habe, hey, gibt es noch einen Nachschlag? Ansonsten kann man auch auswärts sich nochmal was anderes holen. Abendessen war auch meistens kalt, also auch wieder Wurst und Käse zum Belegen. Manchmal gab es so eine Pellkartoffel, dreimal in diesen 3 Wochen, wo ich da war, dreimal Pellkartoffel. Also eine gekochte Kartoffel schälen und dann noch so ein bisschen Sauerrahmsoße dazu. Insgesamt, es war in Ordnung. Man konnte dann am Buffet so viel nehmen, wie man wollte. Diejenigen mit so einer abgespeckten Kost, da gab es so Musterteller, wie viel sie essen sollten. Und abends und mittags gab es auch zu diesen Mahlzeiten auch immer ein Salatbuffet meistens eigentlich dazu. War okay, bin ich jetzt nicht der größte Fan gewesen, hätte man ein bisschen, ja, aber es ist halt Kantinenessen. Man will sich auch nicht zu sehr beschweren, es hat schon gepasst. Über dem Speisesaal ist praktisch noch so eine Cafeteria, da kann man sich am Abend oder auch eigentlich nach dem Mittag, einmal habe ich mir da auch noch einen Kuchen gegönnt, da kann man sich auch hochsitzen oder am Abend, da gibt es Spiele, Bücher und Puzzles, sowas. Kann man sich eigentlich noch ganz gut beschäftigen und sich vielleicht dann in der Gruppe mit ein paar Leuten zusammentun, das haben wir dann irgendwann gemacht. Dann zum Thema Besuch, da haben mich noch welche gefragt, wie ist es mit Besuch empfangen? Ja, man darf Besuch empfangen, der darf sogar übernachten. Dafür gibt es eben so Zustellbetten und die haben dann Vollpension mit dabei. Ich glaube, bei uns kostet es 55 Euro dann die Nacht, was man machen kann. Gerade wenn jetzt zum Beispiel ja, Ehemann, Ehefrau oder Freunde da sind, kann man das machen und das ist an sich kein Problem. Das fand ich eigentlich ganz cool. Oder die Alternative ist, sie suchen sich halt einfach ein Hotel in der Nähe und dann, wenn man keine Anwendungen, nichts hat, kann man die Zeit gemeinsam verbringen. Gerade so über so Feiertage, über Ostern hatten viele Besuch da. Ja, was ist mein Fazit von diesen 3 Wochen Reha jetzt nach der Krebsdiagnose? Hat es mir viel gebracht? Hätte ich die Zeit besser anders investieren können? Ich wollte es auf jeden Fall mitnehmen. Ich hatte auch die Möglichkeit, nochmal zu verlängern um eine Woche. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich gesagt habe,
Für mich am meisten Sinn macht, ist eben dieses Fitnessstudio und das Schwimmbad. Aber das kann ich theoretisch auch zu Hause machen. Und es war jetzt nur zweimal, also zweimal die Woche bis dreimal die Woche das Fitnessstudio. Und das würde ich zu Hause auch hinbekommen. Und es hat mich so ein bisschen motiviert, vielleicht mich tatsächlich in einem Fitnessstudio anzumelden für einen gewissen Zeitraum, um da einfach die Geräte zu nutzen, weil man da einfach intensiver und gezielter und schonender wahrscheinlich trainieren kann. Diese anderen Spielchen und Funktionsgymnastik, das ist ganz nett, aber das hat mir jetzt, das mache ich normalerweise, wenn ich meine normale Routine mache, ist das irgendwie schon mit drin, mit Dehnen und ein bisschen so Bewegung. Es war okay, aber ich musste mir halt auch echt viel irgendwie erkämpfen und gucken, dass ich vielleicht nochmal ins Fitnessstudio einmal mehr reinsneake oder so, um einfach nochmal ein bisschen mehr Training zu haben, weil ich sonst auch teilweise ein bisschen gelangweilt und unterfordert war. Ich glaube, da wäre es schon sinnvoller, einfach in einer Gruppe zu sein, wo altersgemäßer ist. Ich glaube, für ältere Menschen, die sind da gut gefordert, auch bei so Spielchen und so Gymnastik. Für mich war es halt leider teilweise so ein bisschen, ja, nicht ganz so optimal. Auch mit dem Essen musste ich mich dann ja selber irgendwie ein bisschen arrangieren, dass ich mich da über Wasser halte, dass ich dann einfach frech genug bin, sage ich jetzt mal, nochmal nach einem Nachschlag zu fragen. Das machst du halt in der ersten Woche auch noch nicht. Ich habe das Beste daraus gemacht, definitiv, das mache ich immer. Aber ich versuche nächstes Mal schon mehr drauf zu bestehen, dass ich in eine Reha komme, wo wirklich nur für junge Leute ist oder wo einfach eine junge Gruppe mit dabei ist, die dann halt auch da auch mehr drauf ausgelegt sind für junge Menschen. Das finde ich, glaube ich, dass ich halt hier ein bisschen fehl am Platz war. Ich hoffe, ich konnte alle eure Fragen in diesem Video mit beantworten. Ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, dann versuche ich es zu beantworten. Wie gesagt, kann natürlich nur von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen. In meinem Gesundheits- und Fitnesszustand und in meinem Alter und in der Reha, wo jetzt ich war. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Hoffe, es war interessant. Macht es gut und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.